Der ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger erkrankte an Leukämie. Nachdem er den Krebs schon zweimal besiegt hatte, kehrte er 2021 zurück. Nun gibt der Sportler gegenüber Bild ein trauriges Gesundheitsupdate. Demnach rechne er nicht mit einer Heilung. Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv, so Lobinger. Er erinnere sich noch genau an die Rückkehr der Krankheit im Jahr 2021 und erzählt: Los ging es mit Beschwerden an Gelenken. Plötzlich hatte ich überall sichtbare Dellen am Körper, an Beinen, Schulter, Kopf. Weiter ergänzt er: Im Februar sagten mir die Ärzte, der Tod rücke näher. Ich solle Verfügungen treffen, mich mit meiner Beerdigung befassen und mich von meinen Liebsten verabschieden. Vor allem die Gespräche mit seinen Kindern über seinen Zustand waren hart. Trotz des schweren Schicksals ist Tim Lobinger ein Kämpfer und verliert nicht die Hoffnung und den Mut. Es gibt immer kleine Wege, um Kraft zu schöpfen und nicht die Hoffnung zu verlieren, sagt er gegenüber Bild und fährt fort. Für jeden Tag, den ich lebe und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es, sich zu kämpfen. Am 3. September feierte er seinen 50. Geburtstag, was für ihn ein Meilenstein bedeutete.